Bußgelder bei Schnee und Eis. Wer jetzt keine Lust hat, sein Auto vernünftig von Schnee und Eis zu befreien, der gefährdet nicht nur sich und andere, sondern dem drohen auch Bußgelder. Und damit erstmal hallo zur Servicezeit. Tatsächlich wird es auch in den kommenden Tagen wieder so sein, dass die ganze Karre komplett zu ist. Und da tun Sie gut daran, sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen, bevor Sie einsteigen. Ansonsten drohen Unfälle und Sie werden zur Kasse gebeten. Alles Relevante zum Thema Winter, nicht nur in Bezug auf Straßenverkehr, sondern auch auf Heizen, das richtige Schneeräumen und. Das finden Sie bei uns im Netz unter verbraucher.wdr.de. Wir Deutschen sind Weltmeister und zwar im Honigessen. Mehr als ein Kilo isst jeder von uns im Jahr und eigentlich ist das Ganze ja auch ganz schön gesund. Aber teilweise ist der Honig in den letzten Jahren in die Negativschlagzeilen gekommen. Immer wieder wurden Giftstoffe gefunden. Stiftung Warentest hat jetzt einen Labortest gemacht und hat festgestellt, dass 4 komplett mangelhaft gewesen sind. Solche Selbstbedienungskassen, die haben Sie vielleicht auch schon mal benutzt. Ne? In Frankreich wird da gerade ein Witz überall rum erzählt, der tatsächlich passiert ist. Ein 19-Jähriger hat sich nämlich eine teure Playstation genommen, hat die dann einfach auf die Waage für Obst und Gemüse gelegt und dann an der Selbstbedienungskasse eingescannt und hat dann 9,28 Euro für das sauteure Teil bezahlt. Das ist ihm allerdings nur ein einziges Mal gelungen. Das ist natürlich eine krasse Sicherheitslücke und wir wollten wissen, wie gut diese Systeme bei uns in Deutschland funktionieren. Solche Prospekte hier sind für viele Werbetreibende mittlerweile Schnee von gestern, um ihre Produkte an den Mann zu kriegen. Ganz, ganz viele setzen auf Influencer. Das sind Menschen wie du und ich, die ihre Produkte bzw. die der Unternehmen ganz subtil in die Kamera halten und so geschickt Werbung machen. Instagram und Co. machen es möglich. Wenn die Unfallversicherung nicht zahlt. Unsere Zuschauerin Ingrid Rosenbaum hatte einen kleinen Unfall mit ganz großen Folgen. Es hat sich eine Blutvergiftung entwickelt, ihr mussten Zehen und Finger amputiert werden. Sie kann mit den gesundheitlichen Folgen mittlerweile leben, aber der finanzielle Druck, der ist immer noch enorm groß, denn die Unfallversicherung hat bislang keinen Cent gezahlt. Ja, und man muss tatsächlich alles dokumentieren. Infos zur Sendung gibt's bei uns im Netz, wie immer. Und jetzt geht's gleich weiter mit der Aktuellen Stunde. Tschüss, bis morgen.